Hallo und willkommen zurück zu Celeste, Secret of the Celeste Mountain. Das Geheimnis des Celestberges. Ich muss weiter runter, das ist meine Quest. Ja gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Mysteriöse Höhlen. Theo? Naja, das Studieren von Löchern in der Wand kann sehr ermüdend sein. Schauen wir mal, ob ich einen von diesen, ob ich diesen Gem irgendwo, diesen Edelstein irgendwo reintun kann. Ja, in das Feld, das zwar reinpasst. Ich muss immer noch drei weitere finden. Ja. Vollpelz. Okay. 96% von dem... Ah ja, ich sehe schon. Ja, wir fehlen hier noch ein paar Erdbeeren. Und auch ein Herz. Das ist so interessant, weil ich kann mir hier jetzt noch die Sub-Areas anzeigen. Okay, das sagt er zumindest in welcher Hälfte was ist, aber das an sich hilft mir jetzt auch nicht wirklich. Current Area, Current Sub-Area, Current Area. Okay, gut. Query. Okay, gehen wir weiter runter. Kristallkavernen. Ah ja. Wow. Dieser Ort ist überwältigend. Anscheinend magst du die Kristalle. Aber ja, wo sind wir? Ist es deine Höhle? Es ist eine Höhle genau unter dem See, wo du dich gefunden hast, als du vom Berg gefallen bist. Erinnerst du dich? Oh ja. Wie kann ich das nur vergessen? Starre mich nicht so an. Der Fall hat uns beiden geholfen. Ja, hast du wohl recht. Hören wir auf zu reden. Hören wir auf darüber zu reden. Okay. So. Es gibt also einen weiteren Edelstein hier. Ja. Es muss hier in den Tiefen dieser Höhle sein. Ich denke, es wird nicht einfach sein. Aber ich kann das schaffen. Ich weiß es. Let's go. Ja. Ah, perfekt. Instant Secret Area. Oh, okay. Okay. Oh my fucking goodness, man. Oh nein! Da muss ich ja auch wieder instant dashen. Ich dachte, da wäre Boden. Willst du mich gerade verarschen? Ich habe ihn nicht mal berührt.
Nein, nein, Mist. Oh, Mensch. Nein. Nein. Mist. Oh, lol. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, wenn ich die verpasse, dann ist doof. Nein, 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 nein. Nein. Nein, 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 nein. Da hätte ich jetzt wieder... Nein. Oh my fucking goodness, man. Das war ein bisschen sehr weit. Aber... Okay, hier gibt es auch wieder zwei Truhen. Hoffentlich finden wir da etwas, was uns hilft. Okay, das ist eine sehr große Area. Also. Ich kann rübergehen. Ich kann auch runterfallen. Ich bin mir ziemlich sicher, also wenn ich runterfalle, ich so schnell nicht wieder hochkomme. Also gehen wir erstmal rüber. Okay. Ah, Mist. Hier gibt es wieder einen Teleporter. Das ist praktisch. Ah, Mist. Vor allem würde das so gar nicht funktionieren, Step. Nein! Jetzt komm schon, ich habe doch gerade eben weggelenkt. Nein! Nein! Ich habe es zu spät bemerkt, dass ich diagonal muss. Dann hatte ich den Knopf wohl schon gedrückt anscheinend. Den Dash-Knopf. Als ich gemerkt habe, dass ich... Warte mal. Bin mir ziemlich sicher, dass... Nein! Oh my fucking goodness, man. Also manchmal könnte ich wirklich Leute umbringen. Ich wollte doch nur da hoch. Ich wollte doch nur gucken, ob da in der Wand was ist. Mehr wollte ich doch nicht. Ist das wirklich zu viel verlangt, dort hochzugehen? Ist das wirklich zu viel verlangt? Also ich... Fick dich doch. Also ich würde sagen, nein, dort hochzugehen ist nicht zu viel verlangt, ja? Das sollte ich gefälligst dürfen. Ja, ich sollte gefälligst da hochgehen dürfen, ja? Mensch. Kann ich irgendwie, wenn ich von oben runterfalle, dafür sorgen, dass ich das dann... Oh mein Gott, warum muss ich denn immer und immer wieder so blöd sterben? Ich muss immer und immer wieder so richtig dumm sterben, dass ich mir so denke, nein. Nein, das war wieder total dumm. Ich habe genug gedrückt, Spiel. Hör auf damit. Bring mich nicht immer um. Das hilft keinem von uns, ja? Ich bin mir zu 100% sicher, dass da was drin ist, aber ich kann einfach nicht reingehen. Ah, da ist eine Erdbeere. Thank you.
kommt mir alles ein bisschen sehr weitläufig vor, aber okay. Da muss ich mehr oder weniger einen auf Spin Me Wine Round machen. Mir kommt das hier alles ein bisschen zu krass vor. Was zur Hölle, Mann? Nee, mir kommt das alles ein bisschen zu krass vor. Was zur Hölle, Mann? Jetzt muss ich mein Headset wieder einstecken. Das geht mir auch wieder auf den Sack. Okay, ich hab's herausgefunden. Also ja, man macht da quasi einen doppelten Dash. Mit dem man einfach bereits im Dash-Kristall drinne ist, wenn man dasht. Nein, das war falsch. Nein, shit. Nein. Hä? Ich habe doch gerade genau das Richtige gemacht, also... Ist er dann wieder da oder bleibt er dann weg? Wenn er dann weg bleibt, dann wär's scheiße. Nein, Mensch. Nein, das sehe ich nicht ein. Ich hab den berührt, ja. Nein, 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 nein. Das ist der falsche Button. Ich weiß nicht, warum sie jetzt wieder nicht den Hochdash gemacht hat. Ich habe mir doch gedrückt. Wahrscheinlich war ich schon im Wasser drin. Und das war wahrscheinlich der Grund. Wahrscheinlich hat mein Charakter schon als im Wasser drin gegolten. Nein. Eine Frage, wie genau soll man den einsammeln? Brauche ich dafür noch ein Upgrade? Weil die Sache ist ja, ich musste ja quasi einen Kreisel machen. Aber ich brauche ja dann nochmal einen Dash. Ja, okay, dann sammeln wir das wohl später ein. Ja, so in der Art, nur dass ich den Hochdash später. Den Hochdash später mache, weil ich muss ihn ja dann machen. Nice. Keine Ahnung, ich wusste nicht genau, was ich jetzt da mache. Nein. Alter, das ist so eng. Like, das ist wirklich richtig eng an der Stelle. Ja, genau. Like, wenn ich 3 Sekunden länger warte, dann fliegt Madeline einen halben Kilometer weit runter, weil dann Gravity einsetzt. Oh, nein. Wait a minute, hä? Wie geht das denn jetzt schon wieder? Ach so, ich soll einfach bis zur Wand gehen.
Ich war in Panik und habe gedacht, ich muss aus dem Block gleich wieder raus, weil die Wand, die hat Spikes. Hatte sie nicht. Das hier ist kein Spike. Shit. Die Wand hatte aber Spikes, ja. Shit. Nein, nein, nein. Ich muss bereit sein. Nein, nein, nein. Ich muss bereit sein, gleich wieder zu drücken. Gut. Gut, gut, gut. Okay, warte. Wait a minute, was? Das würde, sofern ich... Okay. Manchmal. Okay, nee. Nein. Muss ich schräg dashen? Muss ich... Oh, fuck, Alter. Ich dachte, ich hätte es geschafft, aber... Ich hatte es nicht so ganz geschafft. Nein, 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 nein. So darf ich das nicht machen, Mensch. Ja, vielen Dank, Alter. Nein, nein, Mensch. Ich glaube auch nicht, dass das die intended solution ist, muss ich sagen, aber irgendwo bin ich mir nicht sicher, weil, like, sie funktioniert so gut und was soll ich sonst tun? Ja, aber, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn das die intended solution ist, dann soll man diesen Einstiegsbereich gefälligst länger machen, weil es ist zwar leichter mit der Screen Transition, habe ich zumindest das Gefühl, dass es leichter ist mit der Screen Transition. Ja, was zur Hölle? Warum springst du denn nicht? Ja. Aber es ist halt auch mega nervig. Warum springt sie denn nicht? Ich spamme 50 Milliarden mal den Jump-Knopf und sie springt einfach nicht. Warum war das denn vorher? Warum ging das denn vorher so viel besser? Okay. Oh, wait a minute. Das haut nicht hin. Was? Hä? Wait a minute. Das zählt als Dashen. Aus der Bubble rausgehen zählt als Dashen. Hä?
Hilft mir das? Nein. Ich meine, wenn ich like das volle Klettern habe, dann vielleicht, aber so aktuell kann ich das vergessen. Komme ich da nicht wirklich lang. Ja, vielen Dank, Alter. Ach so. Ich müsste eigentlich... Warte mal. Okay, lassen wir den Block mal in Ruhe. Der ist wahrscheinlich für was anderes da. Okay, da muss ich rüber, denke ich mal. Nein! Mein Gott, Alter, lass mich doch mal. Gut. Ich muss den Block runter transferieren, weil dann kann ich ihn nutzen, um hier lang zu fallen. Dann da drüber. Und dann kann ich da im Endeffekt landen. Wow, nice. Das darf ich jetzt jedes Mal machen, wenn ich faile. Okay, neues Power-Up. Nehme ich gerne. Was ist das? Climbing Kit. Raus to the climb walls. Oh ja, das fühlt sich so gut an, ja. Was suchen eigentlich diese Viecher hier? Ich glaube nicht, dass die auf dem Cest Mountain wohnen. Oder? Ja. Ja gut, klar, sie sind aus Metroid. Und das ist wohl deren Daseinsberechtigung. Warte mal, ich komme sowieso nicht mehr hoch. Ich komme sowieso nicht mehr hoch, also muss ich eh weitergehen. Fällt mir gerade so auf. Nein. Das ist falsch. Ah, mich regt das langsam so auf. Warum genau erreicht er das denn nicht? Oh mein Gott, Alter, okay. Schön, schön. Was soll ich gerade? Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Was soll denn der Scheiß? Warum erreiche ich die Bubble denn nicht? Warum erreiche ich die Bubble denn nicht? Wow. Ja, aber ich muss doch schräg. Gerade... Das geht doch an der Stelle gar nicht, dass ich das gerade mache. Jetzt mal eine Frage.
Versuch was wert, ja? Ich habe mir so gedacht, ja, vielleicht kann ich die Spikes ja auch einfach sprengen. Aber nope. Nein. Oh my fucking goodness, man. Das krasseste daran ist ja, wie schnell man einfach die Inputs hintereinander machen muss. Wenn ich das geschafft habe, Mann. Oh, oh ja, oh ja. Das will ich. Nein, okay. Okay, gehen wir mal zurück zum Mysterious Cave. Wenn wir ihn hier haben, der hier am Pennen ist. Wir können ja jetzt climben. Schauen wir mal hier rein. Genau, Power Grip Climbing Kit. Wir können jetzt climben, damit können wir definitiv weiter hoch gucken. Aber wir kommen damit da nicht hoch. Okay. Da kommen wir also nicht weiter. Das heißt, also den Teil der Map können wir nicht selecten. Dann gehen wir. Wupp. Gehen wir mal zu dem hier. Hallo? Oben? Oh, warte mal. Warte mal kurz. Die schaden mich. Die bouncen mich selber. Okay. Da oben ist auf jeden Fall eine Erdbeere, da drüben geht es sogar weiter. Okay, also als allererstes. Okay. Jetzt komm schon, Mann. Warum muss ich denn immer so hoch? Okay, das ist schon besser. Warte mal. Wenn ich da drüben bin, halte ich mich dort fest. Dann würde ich sogar fast sagen, dass ich eigentlich lieber auf die Seite da drüben gehe. Bin mir jetzt nicht so 100% sicher, ob das auch wirklich, warum nehmen wir es einfach so, das Schlauste ist. Nein. Also wenn nein, meine ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, okay, ja, das war definitiv nicht das Schlauste. Also manchmal frage ich mich wirklich. Nein. Mein Gott, Alter. Also manchmal frage ich mich halt wirklich. Ja, na also. Also.
Nein! Jetzt komm schon! Oh, warte mal, das ist, glaube ich, sogar besser. Nein! Drei fucking Pixel zu viel, Mensch. Nein! Jetzt komm schon, warum denn? Sie muss sich doch einfach nur dort an der Ecke festhalten. Mehr verlange ich doch gar nicht. Halt dich doch jetzt einfach dort an der Ecke fest. Das sind ja die stinknormalen Spikes, also sollte das ja eigentlich gehen. Halt dich doch jetzt an der Ecke fest. Hör auf zu verrecken und halt dich einfach an der scheiß Ecke fest. Willst du mich gerade verarschen? Ich bin nicht in den Spike gegangen, Mensch. Ach, mein Gott, Alter. Ich bin nicht in den Spike gegangen. Warum tötest du mich? Ich bin halb Kilometer vom Spike weg und sterb. Also manchmal. Nein. Weil ich aus Versehen wieder auf den Knopf gekommen bin. Mein Gott, Mann. Halt dich doch jetzt einfach an der Scheißecke fest, Mann. Ich habe die Winged Golden Strawberry geschafft, also wird das doch wohl gehen. Ja, na also endlich. Boah. Ah, okay. Das ist eine Double Dash Area. Ich glaube, das ist eine Double Dash Area. Das kommt mir ein bisschen zu krass vor, um das mit einem Dash zu schaffen. Okay, warte. Also jetzt mal als allererstes. Ich reg das wirklich leicht auf. Okay, das könnte vielleicht sogar hinhauen. Ah, okay. Da ist noch ein Bouncer. Ich habe gerade überlegt, was mache ich jetzt, aber da ist ja noch ein Bouncer. Ich glaube, ich lasse mich einfach fallen. Ja, komm. Ich war gerade mega am Überlegen, was ich mache, weil ich den Bouncer nicht erwischt habe. Fallen wir einfach hier hin. So, fertig. Ach, die da drüber schaffen wir nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die nicht schaffen. Und jetzt sind wir bei 34 Minuten. Das ist schon recht spät. Ja, okay, gut. Ich würde sagen, bewerten nicht vergessen. Weiter geht's im nächsten Part. Den nehme ich aber nicht mehr heute auf. Tschüss.